Und ich rufe auf Top 64, den Antrag Fraktion der Freien Demokraten, frühkindliche Bildung endlich zur Priorität machen. Drucksache 20-9300. Das ist zugleich der Setzpunkt der Fraktion der FDP. Ich rufe diesen Tagesordnungspunkt auf mit Top 97, dem dringlichen Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-9352, mit Top 102 unserer Tagesordnung, dem dringlichen Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-9361. Für die Fraktion der AfD hat jetzt die Abgeordnete Papstippel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Kindheit ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und im Zentrum politischer Gestaltung von Kinderbetreuung muss immer das Kind stehen. Die Fremdbetreuung der eigenen Kinder ist für viele Familien ein notwendiges Angebot und muss höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Danke schön. Der sogenannten frühkindlichen Bildung im Kontext staatlicher Betreuung des Bildungs- und Erziehungsplans muss die elterliche Betreuung und das familiäre Bildungsangebot als Erfolgsmodell gegenübergestellt werden. Sicher gebundene Kinder in stabilen Verhältnissen lernen aus eigenem Antrieb oft schon mit 4 Jahren Lesen und Schreiben. Kinder sind nachweislich mehr durch die Familie beeinflusst als durch Kita-Betreuung. Familienzeit bildet zum Beispiel durch Vorlesen und vorgelebte Sozialkompetenz. Diesen Eltern und Familien muss man danken, denn sie entlasten das überlastete Betreuungssystem und nehmen bewusst berufliche und monetäre Nachteile in Kauf. Zu Ihrem Antrag, liebe Kollegen von der FDP, ist zu sagen, dass die Forderung nach Personal immer gut ankommt. Dass Sie dann aber auch noch den weiteren Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der sehr schwer auf den Kommunen lastet, begrüßen, das wirkt zumindest befremdlich. Wäre es nicht eine bessere Idee, zuerst Strukturen und personelle Besetzung zu garantieren? Derzeit reden wir öfters im Sozialausschuss über Verlängerung von Übergangsregelungen bei der Einhaltung des Standards der personellen Mindestbedarfe pro betreutem Kind. Sieht so eine qualitative Verbesserung aus? Wäre eine Verbesserung da, dann würden sich Schlagzeilen wie Fachkräftemangel und Burnout, Kitasystem vor dem Kollaps, nicht mehr ergeben. Es ist übrigens keine Frage, dass man für die Kinder von Flüchtlingen aus der Ukraine eine gewünschte Unterbringung anbietet. Etwaige Traumatisierungen dürfen nicht durch Isolation vertieft werden. Dennoch wird hier die Mangelsituation nochmals überdeutlich. Meine Damen und Herren, die Sprachscreenings wie KISS und selbstverständlich Sprachförderung als integrative Maßnahme müssten geleistet werden. Kinder dürfen nicht zu Opfern von Migration gemacht werden. Sprache ist Kommunikationsmittel, sie ist Ausdruck kultureller Gemeinsamkeiten und schlicht Bedingung für die Bildungs- und Berufsbiografie, meine Damen und Herren. Ich möchte noch einige Aspekte der Anträge von FDP und SPD bewerten. Die Forderung, die Akquise von Tagespflegepersonen, passt zwar nicht ganz zum Rest des Antrags, ist aber sinnvoll, besonders wenn sie der familiennahen Tagespflege Auftrieb gibt. Bei der SPD finden wir mehr Investitionen aus originären Landesmitteln und die Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Wie wird jedoch ein Mehr an Praxisanleitungen von Auszubildenden mit der dazugehörenden Konzentration und Zeit auf Seiten der Anleiter ohne zusätzliches Personal möglich gemacht? Das Thema der Aktuellen Stunde ist eigentlich die Sprachförderung in Kitas. Das Auslaufen des entsprechenden Bundesprogramms der Sprachkitas soll nach Aussagen von Staatssekretärin Jans und Mitarbeitern des Ministeriums durch bereits umgesetzte und gut evaluierte Aspekte des Förderprogramms abgepuffert werden. Das sei als Übergangslösung bis zur Verabschiedung des Kita-Qualitätsgesetzes zu werten. Meine Damen und Herren, erschöpfte Fachkräfte, Fluktuationen beim Personal mit Unterbrechung der Betreuungskonstanz für die Kinder und Personalmangel bleiben ein Problem für alle Beteiligten. Das Problem muss kurz-, mittel- und langfristig angegangen werden. Kurzfristig müsste der Betreuungsanspruch U3 bei nicht nachweisbarem Bedarf ausgesetzt werden.
zumindest dort, wo er nicht qualitativ höchstwertig umgesetzt werden kann. Der Anspruch auf einen Kindergartenplatz müsste ebenfalls zunächst nach Bedarf erfolgen. Wenn der Wirtschaft Fachkräfte fehlen, dann sollten Betriebskindergärten die Familienfreundlichkeit in Betrieben weiter steigern. Die Umsetzung der Betreuungsgarantie im Grundschulbereich darf nicht zu weiteren Personalengpässen führen, muss aber ebenfalls so gut wie irgend möglich eine familiäre Betreuung ersetzen. Wir haben hier große Zweifel an der Umsetzbarkeit. Kurz- und langfristig sollte über eine direkte Unterstützung von Familien nachgedacht werden. Die integrative Sprachförderung darf nicht nur in die kommunalen Kita-Bereich abgeschoben werden. Hier müssen besonders Frauen und insgesamt Familien noch besser betreut werden, damit auch im familiären und alltäglichen Umfeld Sprache geübt werden kann. Gerade für Frauen mit mehreren Kindern ist es schwierig, Sprachkurse zu besuchen. Hier müssen mehr entsprechende Programme aufgelegt werden. Individuelle Lebensentwürfe brauchen individuelle Förderung. Und Gemeinwohl entsteht durch das Wohl des Einzelnen. Beides kann nicht flächendeckend in einem staatlichen Betreuungssystem mit Überlastung und Personalmangel gelingen. Meine Damen und Herren, in einem höchst interessanten Artikel hat die fünffache Mutter, Juristin und Jugendarbeiterin Nicole Schwabe erklärt, dass junge Menschen nach ihrem Schulabschluss oft nicht wissen, wie sie ihr Leben alltagstauglich meistern können. Wie schließt man Verträge ab, beantragt einen Personalausweis oder findet eine Wohnung? Auch hier ist Sprachkompetenz ein wichtiger Schlüssel. Meine Damen und Herren, das lernt man eigentlich in der Familie, in der man den Alltag verbringt. Meine Damen und Herren, wir werden die Anträge zur heutigen Aktuellen Stunde sicherlich noch im Ausschuss diskutieren. Dennoch möchte ich noch einmal betonen, dass wir die Einführung einer Garantie auf staatliche Betreuungsplätze derzeit als größtes Problem sehen. Die Bürgermeister wissen nicht, wie sie Nachfrage und Angebot übereinbekommen können, und die Haushalte sind extrem belastet worden durch die staatliche Garantie. Die Baukosten für neue Kitas explodieren gerade. Das weiß ich aus meiner Heimatkommune. Das Land hat offenbar keinen Überblick über die Kapazitäten vor Ort, unterstützt aber den Betreuungsplatzanspruch. Hier müssen dringend eine bessere Planung und ganz grundlegend und langfristig eine bessere Familienförderpolitik aufgestellt werden. Wenn Kinder besonders während der frühen Phasen nicht bindungsbezogen betreut werden oder überlastetes Betreuungspersonal oder gestresste Mütter und Eltern das Alltagsbild für das Kind bestimmen, dann werden wir die Rechte von Kindern nicht erfüllen können und riskieren bleibende Defizite für das ganze Leben. Das gilt im Übrigen für alle Kinder, auch bei Sprachförderbedarf, Herr Rock. Die einzelnen Aspekte der Kinderbetreuung, besonders die Sprachförderung, sind ebenfalls immer im gesamten Kontext politischer Entscheidungen zu sehen. Und jetzt kommt's: Die ungesteuerte Migration ist nicht mehr hinnehmbar. Gerade Familien mit Kindern, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Deutschland kommen, müssen aufnahmefähige Strukturen zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang freut es uns sehr, dass Innenministerin Faeser im Zuge der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen die Sorge um verstärkte Zuwanderung über die Balkanroute äußert. Man müsste dort für klare Begrenzung sorgen, liest man bei tagesschau.de. Weiterhin liest man, ich zitiere, Faeser kündigt Gespräche auf europäischer Ebene an. Dabei soll es um Schwierigkeiten bei der Rückführung von Asylsuchenden gehen, für deren Versorgung nach Dublin-Verordnung eigentlich ein anderes EU-Land zuständig wäre. Wir freuen uns besonders, dass hier alte AfD-Forderungen aufgegriffen werden. Die Unterbringungskapazitäten sind schon länger am Limit. In Waldeck-Frankenberg wurde darüber schon früh im Jahr berichtet. Die Mischung aus hohen Zahlen an Asylbewerbern und Betreuungsplatzgarantie ist unserer Meinung nach toxisch und könnte tatsächlich an den Rand des Kollapses der Betreuung und der Entzieher führen.
Hier muss politisch auf vielen Ebenen gegengesteuert werden, damit Kinder nicht zu Schaden kommen. Sprachförderung ist dabei eine zentrale Aufgabe im Betreuungssystem. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Papst-Dippel. Für die Fraktion der CDU hat jetzt die Abg. Ravensburg das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich zunächst einmal bei der FDP für diesen Setzpunkt bedanken, obwohl viele da gar nicht mehr zugesprochen haben. Denn ich finde, es ist fürwahr ein Setzpunkt wert, über die Bedeutung der Sprachförderung für unsere Kinder von Anfang an zu sprechen. Und Frau Hartmann, Sie haben gesagt, das wäre seit der Jahrtausendswende erkannt, dass Sprachförderung wichtig ist. Da muss ich Ihnen widersprechen. Es war schon viel länger die Forderung der CDU, dass Integration nur über Sprache funktionieren kann. Und deshalb war das dann immer in unserem Programm. Und wir betonen, dass die Sprachförderung auch weiterhin für uns eine ganz hohe Priorität hier in Hessen hat. Umso bestürzter waren wir, als das überall geschätzte Sprachkita-Programm des Bundes völlig unerwartet zum Jahresende gestrichen wird. Und dass dies von der Bundesfamilienministerin Paus nicht geplant war, das zeigen auch die Antworten auf parlamentarische Anfragen unserer CDU-CSU-Bundestagsfraktion aus dem Frühjahr. Da war nämlich von Fortführung und sogar Verstetigung der Sprachkitas und Ausweitung die Rede. Und auch übrigens, Herr Rox hat selbst gesagt, war das auch im COA-Vertrag der Ampel so vereinbart. Doch dann kamen im Sommer Streichungsprogramme des Bundes, verursacht durch den Bundesfinanzminister Lindner. Und deshalb sage ich jetzt hier klipp und klar, wir alle haben erkannt, dass dieses Programm weitergeführt werden muss. Und deshalb ist es jetzt die Aufgabe des Bundesfinanzministers Lindners, für die Finanzierung für dieses halbe Jahr zu sorgen. Das ist nämlich jeder, der die Fördersystematik kennt, der weiß, dass Förderbescheide zu erstellen sind, dass es ein riesiger bürokratischer Aufwand ist, jetzt die ganzen Förderbescheide vom Bund zum Land herüberzuholen und dann neue Förderbescheide zu erteilen, wenn das Land hier einsteigen soll. Nein, es wäre viel einfacher, diese Mittel bereitzustellen für das nächste Jahr, wenn man sagt, Sprachförderung ist auch für die Ampel und den Bund für eine Priorität, so wie es zumindest bei der Bundesfamilienministerin Frau Paus der Fall ist. Und, meine Damen und Herren, wir finden, dass diese Streichung auch völlig zu einem Zeitpunkt kommt, der zur Unzeit ist. Unsere Kinder haben immer noch die Nachwirkungen von Corona und Pandemie zu bewältigen. Wir haben einen Zeitpunkt, wo die Zahlen der Flüchtlingskinder in den Kreisen und den Städten stark steigen. Und wir haben einen Zeitpunkt, wo zudem noch über 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine, meist Frauen eben mit Kindern, nach Deutschland gekommen sind. Und gerade das sind auch Kinder, denen man die Sprache geben muss, damit sie mit Gleichaltrigen kommunizieren können. Ohne die deutsche Sprache gibt es auch keine Bildungschance. Deshalb haben wir die Sprachförderung in Hessen schon immer etabliert. Wir haben 4,45 Millionen € im Doppelhaushalt pro Jahr verankert. Und ich will daran auch erinnern, dass wir die Vorlaufkurse verpflichtend haben, um unseren Kindern Bildungschancen von Anfang an in der Schule zu geben. Aber wir sind uns auch einig, Sprachförderung muss früher anfangen, nämlich bereits bei den Elternhäusern, bei der Tagespflege und auch in den Kindertageseinrichtungen. Und deshalb ist erstens die Förderung im KiföG nämlich so gestaltet worden, dass wir auch Schwerpunktkitas
mit alltagsintegrierter Sprachförderung fördern. Und zweitens, die Ausbildung unserer Erzieherinnen und Erzieher legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Vermittlung von Sprachkompetenzen. Und deshalb finde ich, wer in dieser sehr schwierigen Situation jetzt so ein Bundesprogramm streicht, der kann es mit der Integration und Teilhabe unserer Jüngsten und Schwächsten nicht wirklich ernst meinen. Vielleicht können Sie das dem Bundesfinanzminister Herr Rock mal ausrichten. Wir finden es gut und richtig, dass das Kita-Qualitätsgesetz kommt. Und ich will aber trotzdem darauf verweisen, dass das Gute-Kita-Gesetz ja ausläuft und dass wir diese Mittel aus dem Bund auch dringend für die Fortsetzung der erhöhten Qualitätsanforderungen für die Kitas benötigen. Nicht nur wir, sondern die anderen Bundesländer ein, wobei ich es richtig finde, dass die Gelder in Qualität fließen und nicht in die Beitragserstattung. Meine Damen und Herren, deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal an die Historie dieses Bundessprachförderungsprogramms erinnern. Dieses gibt es seit 2011, und in 2016 wurde die Sprachförderung in dieses jetzige Bundesprogramm Sprachkitas überführt. Ein Programm, das wir nicht nur hier in der Landespolitik begrüßen, sondern das sehr gut in den Kitas selbst angekommen ist. Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist, so sagte damals die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bei der Vorstellung. Ich stimme nicht immer mit ihr überein, aber in dieser Aussage hatte sie recht. Denn das sehen wir eben in Hessen schon seit Jahrzehnten so. Und aus diesem Sprachkita-Programm des Bundes werden in Hessen, das hat mein Kollege Felix Martin vorhin auch erwähnt, ungefähr 12% aller Kitas gefördert. Und das will ich hier noch einmal betonen. Das sind gerade solche, die einen ganz besonders hohen Sprachförderbedarf haben, nämlich weil sie viele Kinder zu integrieren haben, weil dort viele Kinder sind, die Sprachförderbedarf haben. Und da ist es gut, dass die Erzieherinnen und Erzieher durch dieses Programm unterstützt werden und nicht nur mit Stellen, sondern auch mit einer sehr hochwertigen Fachbegleitung, die vorprozessbegleitend die Erzieherin unterstützt. Und dann kam noch ein weiter wichtiger Aspekt dazu, nämlich in 2021 wurde das Bundesprogramm durch Aufholen nach Corona erweitert für 2021 und 2022 um weitere 100 Millionen Euro. Und damit konnten weitere Fachkräfte in die Kitas gewonnen werden. Wir haben jetzt 6.374 Kitas in Deutschland, die alle jetzt von dieser Streichung betroffen sind. Und hinzu kam auch noch ein Einsatz für Geld für digitale Medien für 900 Euro und für Materialien und den Einsatz von Kita-Helfern in der Corona-Zeit, sehr wichtig und nötig. Und das kommt alles als Ergänzung zu der landesseitigen Sprachförderung. Doch jetzt plötzlich werden die Kitas vom Bund im Stich gelassen, allein gelassen. Und noch nicht einmal diese Übergangsregelung kann geschaffen werden. Ich finde, der Bund ist hier gefordert, die Übergangsfinanzierung sicherzustellen. Und deshalb ist es doch wichtig, und wir müssen das auch einmal so klar sagen, hier werden nämlich Sprachförderkräfte im Stich gelassen. Deren Verträge laufen am Jahresende aus. Und deshalb ist es so wichtig, dass schnellstmöglich hier eine Regelung gefunden werden im Sinne der Träger der Kitas, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die davon finanziert werden, im Sinne der Eltern und natürlich im Sinne unserer Kinder. Und da, Herr Rock, passt doch Ihr Antrag heute ganz einfach in dieses Thema. Denn wie soll ich mich denn am besten verteidigen? Ich schiebe den schwarzen Peter einfach einem anderen zu. Und deshalb versuchen Sie jetzt dem Land Hessen, diesen schwarzen Peter zuzuschieben. Und ich sage Ihnen, das gelingt Ihnen nicht. Wir beziffern ganz klar, wer hier verantwortlich ist. Und deshalb sind wir der Meinung, und wir bedanken uns auch ausdrücklich
bei den Jugend- und Familienministerinnen und Ministern, die bereits am 12. und 13. Mai einstimmig von der Bundesregierung die Fortsetzung gefordert haben. Und wir begrüßen auch sehr, dass unser Sozialminister gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Jugend- und Familienministerkonferenz gegenwärtig mit der Bundesregierung verhandelt, wie die Finanzierung der Sprachförderkräfte gesichert werden kann. Denn Hessen wird die Kinder nicht im Stich lassen. Und deshalb erwarten wir, dass es ganz schnell klare Aussagen des Bundes geht und vor allen Dingen konkrete Taten, um den Sprachförderbedarf der Kinder weiter lückenlos sicherzustellen. Das haben wir auch in unserem Antrag formuliert, und dafür bitten wir um Zustimmung. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Sozialminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte wirklich ausdrücklich damit beginnen, dass ich mich zunächst einmal dafür bedanke, dass es in diesem Haus über die grundsätzliche Bedeutung der sprachlichen Bildung und insbesondere des Spracherwerbs in der frühkindlichen Phase offensichtlich einen breiten Konsens gibt. Und das finde ich sehr, sehr erfreulich. Das ist auch der Grund, warum die Landesregierung aus CDU und Grünen die Kommunen seit Jahren in einem nie gekannten Ausmaß und durch massive Investitionen in die frühkindliche Bildung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützt. Es sind aktuell weit über 1 Milliarde €. Und wir wollen damit dazu beitragen, dass jedes Kind in Hessen möglichst früh, möglichst optimal und nachhaltig gefördert wird. Und deshalb hat die frühe Bildung von Kindern in Hessen seit Jahren hohe Priorität, und das ausdrücklich auch in Krisenzeiten. Und natürlich gilt das auch für die Personalgewinnung. Und hier stehen wir doch bundesweit vor der gleichen Herausforderung. Die Kita-Träger strengen sich unter bereits schwierigen Rahmenbedingungen wahnsinnig an, um zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen. Und das ist der Grund, warum wir sie auch mit einer Vielzahl von Maßnahmen zusätzlich unterstützen. Wir setzen seit 2020 das Landesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher um. Umfang 110 Millionen €. Teil der Fachkräfteoffensive ist der Ausbau praxisintegrierter Ausbildungsplätze durch das Land. Dadurch sind seit dem Ausbildungsjahr 2019/20 endlich wieder Zuwächse zu verzeichnen. Im Moment sind fast 9.000 Personen in der Erzieherinnenausbildung. Das sind 7,2% mehr als zuvor. Das zeigt, wie wirkungsvoll diese unsere Prioritätensetzung ist, meine Damen und Herren. Und ja, wir unterstützen die Träger auch durch die Förderung der Anleitungsfreistellung. Und da auch in diesem Feld kommt das Programm richtig gut an. Die Antragszahlen steigen weiter. Die Träger nehmen das Angebot an. Wir setzen flankierend seit September 2020 eine Werbe- und Imagekampagne für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers um. Da sich darüber gerne lustig gemacht wird, damit lassen sich gerne auch Dezernentinnen und Dezernenten ablichten, die nicht den Fraktionen angehören, die hier die Regierung stellen. Deshalb es ist ein eindeutiger und klarer Schwerpunkt gesetzt, nicht nur in der unmittelbaren Unterstützung, sondern beispielsweise auch in unserem neuen Bündnis Fachkräftesicherung. Da habe ich die sozialen Berufe seit Beginn dieser Legislaturperiode zum Schwerpunkt gemacht. Und auch und gerade im Feld der Kinder- und Jugendhilfe haben wir dort Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, beispielsweise um die Berufsberaterinnen und Berater, die Vermittlungsfachkräfte zusätzlich zu informieren und zu unterstützen. Und wir arbeiten derzeit an Handreichungen zu den Themen Ausbildungs- und Fachkräftemarketing und Empfehlungen zur Praxisanleitung am Lernort Praxis. Das zeigt, mit unserer sehr umfangreichen Landesförderung für die Kitas tragen wir dazu bei, dass alle Kinder
unabhängig von ihrer Herkunft und ihren sozialen Rahmenbedingungen gleiche Teilhabechancen haben. Und dafür sind die sprachliche Bildung und Förderung auch absolut grundlegend. Und da geht es nicht nur um finanzielle Mittel, da geht es auch um geeignete pädagogische Rahmenkonzeptionen, damit Kindern dann auch eine durchgängige Bildungsbiografie gesichert werden kann. Wir haben gerade erst vergangenen Samstag eine gemeinsame Fachtagung des Kultus- und des Sozialministeriums mit mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt, die genau dieses breite Spektrum der Sprachangebote in Hessen und die Vielfalt der Ansätze und Programme, die das Land hat, um den Übergang von der Kita in die Schule gut hinzukriegen, auch noch mal eindrucksvoll aufgezeigt hat. Und ich finde, die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer spricht schon dafür, dass genau diese Angebote auch wahrgenommen werden. Wir haben den Bildungs- und Erziehungsplan mit seinem institutionenübergreifenden Ansatz. Auch dafür halten wir die entsprechenden Fortbildungen bereit. Und auch da ist die zentrale Bedeutung der sprachlichen Bildung und Förderung ja noch einmal überarbeitet und neu konzipiert worden. Wir haben die interministerielle Arbeitsgruppe Sprache. Wir haben das Kindersprachscreening KISS weiterentwickelt. Wir haben den BEP aktualisiert und wir haben zahlreiche Modellprojekte gefördert. Außerdem ist die sprachliche Bildung auch im HKJGB, im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, fest verankert. Dort stellen wir mit der sogenannten Schwerpunkt-Kita-Pauschale zusätzliche Landesmittel zur Verfügung. Zusätzliche Landesmittel für Kitas, die auf der Grundlage des BEP arbeiten und davon ganz direkt profitieren. Und zusätzliche finanzielle Förderung geht auch an die Träger der Fachberatung, die diese Kitas oder die Schwerpunkt-Kitas beraten. Und auch das Landesprogramm zur Sprachförderung im Kindergartenalter wird kontinuierlich fortgeführt. Sie sehen also, das ist ein riesiger Strauß von Maßnahmen, die das Land selbst in diesem Bereich macht. Und das Bundesprogramm Sprachkitas ergänzt diese Angebote des Landes durch die Sprachfachkräfte. Und die sind wichtig. Und dadurch, dass wir die hessischen Maßnahmen mit der Teilnahme am Bundesprogramm verschränkt haben, ist die Unterstützung gerade der sprachlichen Bildung und Förderung noch einmal stärker akzentuiert worden. Und weil der Bund angekündigt hat, dieses Programm beenden zu wollen, fielen in Hessen absehbar 580 halbe Sprachförderfachkraftstellen und 40 Fachberatungen weg. Und das wollen wir alle nicht. Niemand will das. Ich genauso wenig wie alle meine Kolleginnen und Kollegen in der Jugend- und Familienministerinnenkonferenz. Und deshalb haben wir schon im Juli an die Bundesfamilienministerin appelliert, weil gerade jetzt in diesen politisch und pädagogisch herausfordernden Zeiten ist eine Fortführung dieses Programms auf Bundesebene auch so dringend geboten, meine Damen und Herren. Und deshalb verstehe ich Ihre Beiträge gerne auch als Unterstützung und Rückenwind, bei diesen Aktivitäten auch weiter dran zu bleiben, was wir tun, fast täglich im Moment. Der Bundesrat hat am 16. Dezember dazu einstimmig beschlossen, wir wollen, dass mindestens eine Übergangsregelung vorgesehen wird, damit die Länder überhaupt eine Chance haben, sich auf die neue Situation einzustellen. Und ich gehe fest davon aus, bei dem jetzigen Diskussionsstand, der verändert sich tatsächlich jeden Tag, dass Bund und Länder gemeinsam zu einem im Sinne der Kinder und Betroffenen Beschäftigten positiven Ergebnis kommen. Und wer uns dabei den Rücken stärken will, ist herzlich eingeladen, dem Antrag der Koalitionsfraktionen heute zuzustimmen. Meine Damen und Herren. Ich will den Blick noch etwas weiten. Um die Sprachbildung weiter zu stärken, läuft derzeit eine Vertiefungsstudie. Wir erhoffen uns davon weitere Erkenntnisse zur Sprachförderung in den Kitas, die wir dann natürlich auch in unsere Maßnahmen und Handlungsstrategien einfließen lassen werden. Und ja, natürlich beziehen wir da auch die Kindertagespflege ein. Auch hier hat das Land ja schon entsprechende Fachtage zur Sprachentwicklung angeboten. Wir unterstützen und wir fördern aktuell 107 Fachdienste und Maßnahmen, um Kindertagespflegepersonen zu gewinnen, zu vermitteln, zu beraten, zu begleiten, zu qualifizieren. Das Land fördert das Hessische Kindertagespflegebüro, das wissen Sie, das
unterstützt ja bei der Entwicklung und dem Ausbau der Kindertagespflege in den Kommunen. Das alles ließe sich jetzt noch fortsetzen. Sie wollen auch, wie wir, dass das Programm Sprachkitas nicht ausläuft. Mein Eindruck ist, eigentlich will es der Bund auch nicht. Es ist ja im Grunde von verschiedenen Rednerinnen und Rednern auch bestärkt worden. Aber es muss ein Weg gefunden werden, der einen Übergang dann auch wirklich möglich macht. Und das steht im Moment noch aus. Für uns ist das nötig, damit die Kinder in Hessen auch weiterhin die bestmögliche frühkindliche Bildung erhalten. Erlauben Sie mir, dass ich kurz noch einen zusätzlichen Beitrag mache. Am Ende und unter dem Eindruck dieses Vormittags möchte ich gerade aufgrund der Reden von rechts außen, bei denen ja am Ende jedes Thema irgendwie auf Migration zurückgeführt worden ist, die Gelegenheit nicht versäumen, der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel ausdrücklich zum Nansen-Preis der renommierten Auszeichnung des UN-Flüchtlingshilfswerks heute zu garantieren. Vielen Dank. Zu gratulieren. Zu der zweiten Runde hat sich der Fraktionsvorsitzende der FDP, Herr Rock, zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ja echt erstaunlich, wie billig diese Koalition versucht, sich hier aus der Affäre zu stehlen. Und ich habe es nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass bei einem Thema, das Sie selbst als wichtiges Thema dargestellt haben, was Ihnen angeblich am Herzen liegt, wo es um eine womöglich eine einstellige Millionenzahl geht, bei einem Etat von 1,3 Milliarden, die Sie angeblich ja den Kommunen zur Verfügung stellen, dass Sie nicht in der Lage sein sollten, hier eine Finanzierung den Kommunen zu garantieren und den freien Trägern. Da zeigt einfach, was an Erklärung bei Ihnen stattfindet und was nachher an realem Handeln ist. Da gibt es einfach ein riesiges Gap dazwischen, ein Loch dazwischen. Sie erzählen das eine, machen das Gegenteil und am Ende baden Sie Kinder und die Erzieherinnen und Erzieher dieses Landes aus, Herr Minister und liebe Freunde von der Koalition. Und ich finde, also Sie sind so, also ich weiß gar nicht, wie ich das freundlich sagen kann, aber kommen Sie sich nicht selbst ein bisschen lächerlich vor? Sie lachen ja selbst. Sie können ja kaum ernst bleiben bei Ihren Zwischenrufen. Sie machen sich so lächerlich. Eine Ministerin, eine grüne Ministerin, die in Berlin zuständig ist, mit einem Milliardenetat, die trifft die Entscheidung, dass sie ein Bundesprogramm, das es schon sehr lange gibt, nicht fortsetzt. Das ist eine grüne Bundesministerin mit einem Milliardenetat, trifft eine Entscheidung, ein Programm nicht fortzusetzen. Dann stellt sie fest, dann stellt diese grüne Bildungsministerin, Familienministerin in Berlin fest, dass die Leute sagen, wie kann sie das tun? Und dann sagt sie, diese grüne Familienministerin sagt dann, ups, da ist mir was durchgegangen, jetzt mache ich eine Übergangslösung. Und dann sagt der grüne Familienministerin, ach Gott, da, an allem ist am Ende Christian Lindner schuld. Also da, so billig geht es doch wirklich nicht, sehr geehrte Damen und Herren. So billig, also liebe Freunde, also meine Empathie für diese Ampel nimmt echt überproportional ab, wenn ich sehe, wie verantwortungslos Sie mit den Familien und den Kindern in diesem Land umgehen und wie billig Sie sich mit so einem billigen Argument aus der Affäre stehlen. Ich will es noch mal deutlich sagen. Ich glaube, ich brauche mir nichts vorwerfen zu lassen von niemand in diesem Raum und schon gar nicht von dieser Regierungsbank, dass ich mich nicht persönlich immer an jeder Stelle hier für die frühkindliche Bildung und für die Kinder in diesem Land eingesetzt hat. Ich behaupte auch mal, dass niemand von Ihnen hier im Raum so viele Kitas mit so vielen Erzieherinnen und Erziehern gesprochen hat, wie ich das gemacht habe. Und von daher können Sie mir glauben, dass mir das Thema auch höchst persönlich unglaublich am Herzen liegt. Und da muss ich mir wohl kaum von Ihnen vorhalten lassen, dass wir als Freie Demokraten hier in Hessen uns nicht entsprechend einsetzen. Und das Einzige, was Sie machen müssten,
Das Einzige, was Sie machen müssten, Herr Minister, damit die Erzieherinnen und Erzieher und die Träger an Weihnachten ruhig schlafen können und wissen, dass sie morgen noch einen Job haben, um sich um unsere Kinder zu kümmern, dass Sie hier einfach einen Satz sagen und sagen, Sie als Land Hessen garantieren diesen Erzieherinnen und Erziehern und diesen Kindern, die darauf angewiesen sind, dass Sie diese 6 Monate Übergang garantieren, die Sie wahrscheinlich nicht einmal bezahlen müssen, weil Sie eine Lösung hinbekommen. Es geht darum, ist es Ihnen wichtig, dieses Signal an Erzieherinnen und Erzieher und Kinder in unserem Land zu senden oder nicht? Und es ist Ihnen egal, weil Sie haben es ja nicht gesagt. Und stattdessen fangen Sie an, hier eine Art Politik zu machen, die die Menschen in diesem Land ankotzt, die Verantwortung von links nach rechts zu schieben. Die Verantwortung von links, und da können Sie auch einen Ältestenrat machen, ich sage das, wie es ist, die Leute haben die Nase voll, indem sie versuchen, die Verantwortung von links nach rechts zu schieben und den politischen Klein-Klein. Ein klarer Satz des Ministers würde dafür sorgen, dass 500 Kitas in unserem Land eine Garantie hätten, und mehr hätten sie nicht machen müssen. Und daran werden Sie gemessen, sehr geehrter Herr Minister Klose. Und Sie werden gemessen und gewogen, und Sie werden als zu leicht empfunden. Und so ist es halt. Sie können an dieser Stelle einfach Ihre geringe Wertschätzung für diese wichtige Aufgabe in diesem Land, machen Sie immer wieder deutlich durch Ihre persönlichen Handlungen, was Sie hier sagen. Ein Satz hätte genügt, und ein Satz haben Sie nicht gesprochen, und das bricht den Stab über Sie. Vielen Dank. Herr Rock, ich weise Sie freundlich darauf hin, dass ankotzt nicht parlamentarisch ist. Und als nächstes bitte ich jetzt Herrn Martin von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wollte mich nicht noch einmal melden, weil ich jetzt echt Lust auf Mittagspause habe. Aber Sie haben gerade gesagt, Herr Rock, wir machen eine Politik, die die Menschen ankotzt, weil wir genau das tun, was alle anderen 16 Bundesländer auch machen, inklusive der Bundesländer, in denen die FDP mitregiert. Alle 16 Bundesländer versuchen gerade gemeinsam mit dem Bund, wo ja auch die FDP mit in der Regierung ist, eine Lösung zu finden, weil sich alle einig sind, dass die Sprachförderung weitergehen soll. Wir machen genau das. Also wenn Sie der Meinung sind, dass das die Menschen ankotzen, dann kotzen Sie die Menschen damit offensichtlich auch an. Ich weiß auch nicht. Also ich bitte hier alle im Hause befindlichen Abgeordneten um eine gepflegtere Wortwahl. Herr parlamentarischer Geschäftsführer, der Hinweis gilt für alle im Haus befindlichen Personen. Ich habe Herrn Rock gesagt, und es gilt aber für alle, dass das Wort Anführungsstrichen ankotzt unparlamentarisch ist und dass ich darum bitte, dass wir hier eine gepflegtere Ausdrucksweise und gepflegteren Umgangsform miteinander hier pflegen. Insofern nur, um das noch einmal klarzustellen. Alle haben ein Interesse daran, dass die Inhalte des Programms fortgeführt werden. Deshalb verhandeln alle 16 Landesregierungen mit dem Bund darüber, das auch entsprechend umzusetzen. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung erteile ich noch einmal Sozialminister Klose das Wort. Also, meine Damen und Herren, ich dachte ja eigentlich, wir sind in der Sache ziemlich klar. Ich will zwei Sachen noch einmal eindeutig sagen und feststellen, Herr Rock. Erstens, ich habe mich zu der Frage Finanzministerium, Bundesfamilienministerium, die beiden Namen Lindner, Paus überhaupt nicht geäußert. Überhaupt nicht geäußert. Sie haben eben hier behauptet, und das ist eine Falschbehauptung, ich hätte die Schuld an irgendeinen der beiden zugewiesen. Nein, Sie haben natürlich gesagt, an Herrn Lindner. Es ist schlicht falsch. Es ist ein Potjomkinsches Dorf, was Sie hier aufbauen. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie das tun. Und deshalb melde ich mich jetzt noch einmal zu Wort. Zum Zweiten, wenn Sie der Auffassung sind, und offensichtlich sind Sie das, dass Sie das permanent sozusagen ins Persönliche ziehen müssen, wiegen, messen, sonst was. Bitte sehr, mein Stil ist es nicht. Ich werde mich auch nicht dahin herablassen. Ich will es nur einmal gesagt haben, damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, dass diese Art des Umgangs nicht meinem entspricht. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, die Anträge Drucksache 20-9300, Drucksache 20-9352 und Drucksache 20-9361. Diese Anträge werden zur weiteren Beratung an den SIA, an den Sozialausschuss, überwiesen. Und wir treten nun in eine einstündige Mittagspause ein. Das heißt, wir treffen uns hier wieder um 15.25 Uhr, und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.